Ich habe zum Beispiel, also ich bin halt sehr leidenschaftlich bei PC-Hardware. Das hat mich die letzten 2 Tage zum Beispiel stundenlang mit beschäftigt, ein älteres System an Hardware zusammenzustellen und zu vergleichen, die Hardware mit der Leistung und auch der Preis-Leistung und dem Stromverbrauch-Leistungsverhältnis und dann in Kombination auch mit dem richtigen Arbeitsspeicher und Grafikkarte und was weiß ich alles und irgendwie Notebooks vergleichen. Ich habe jetzt auch meinen Rechner halt verkauft für 450 Euro und habe hier noch 8 GB RAM davon liegen, die ich noch für 50 Euro verkaufen kann. Dann werde ich mein Sub-Notebook wahrscheinlich für 150 verkaufen. Und dann gucke ich, ob ich mir jetzt vielleicht einen zweiten Rechner hole. Damit habe ich mich nämlich beschäftigt. Der Prozessor kostet nur 5 Euro. Ist zu 100% übertaktbar, theoretisch, wenn ich es bräuchte, wollte. Das werde ich dann vielleicht spontan softwaremäßig immer dann machen, wenn ich ein Video render oder so. Ansonsten brauche ich die Leistung nicht. Oder wenn ich mal ausnahmsweise ein leistungsanspruchsvolles Spiel spielen werde. Obwohl ich fast überhaupt nicht mehr spiele und wenn dann halt meistens ältere Spiele. Obwohl mich jetzt zum Beispiel Risen 3 interessiert, was in einer Woche circa rauskommt. Das kann ich aber sogar mit dem aktuellen Rechner hier spielen, auf niedrigsten Einstellungen. Da mache ich noch ein extra Video zu. Zur Abwechslung. Auf jeden Fall wollte ich noch sagen, dass ich mir halt so, also die CPU kostet 5 Euro, das Mainboard circa 15 Euro, den Arbeitsspeicher, den nutze ich, den ich jetzt hier auch drin habe, das ist ein ziemlich alter Arbeitsspeicher, das sind aber trotzdem zumindest 4 GB und eine Grafikkarte für 20 Euro, dann hätte ich für 40 Euro einen Rechner, der doppelt so leistungsstark ist wie der, den ich jetzt benutze, der jetzt mein Backup-Rechner ist. Ist auch ein Dual-Core-Prozessor schon, aber der allererste Dual-Core-Prozessor von AMD, wo gab. Das System ist von 2006, nee, von 2005, also 9 Jahre alt. Und das, was ich mir jetzt in Anführungszeichen neu oder neu gebraucht holen werde, das wird von 2006 und 2007 sein. Obwohl das Mainboard, das könnte sogar von 2003 sein. Das ganze System ist aber trotzdem doppelt so leistungsstark von der CPU-Leistung und der Grafikleistung wie das, was ich jetzt hier benutze. Und wäre immer noch ziemlich aktuell. Ich würde sogar aktuelle Spiele auf mittleren Details spielen können. Ich würde mit aktuellen Prozessoren sogar mithalten können, wenn ich das Ding übertakte, weil er so extrem übertaktungsfreudig ist. Und trotzdem ist das Mainboard von 2003 und das System von 2006. Und sowas finde ich halt immer total geil. Wenn so alte Sachen halt immer noch halten und immer noch leistungsfähig sind und mithalten können. Und ja, sowas macht mir dann Spaß, mich damit zu beschäftigen und zu vergleichen und so weiter. Und er verbraucht auch gar nicht so viel Strom dann. Unter Volllast, was eigentlich fast nie vorkommt, würde der 120 Watt verbrauchen. Und ansonsten verbraucht er ungefähr 50 Watt oder 40 bis 50 Watt. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den hole für 40 Euro. Ist das natürlich schon ein geiler Preis und doppelte Leistung wie jetzt. Und das wird für alles ausreichen, was ich je machen würde mit dem PC. Das ist also wirklich extrem leistungsstark. Also es wär heute noch, würde das noch als Mittelklasse-PC am unteren Ende, sage ich mal. Oder sogar einfach als normaler Mittelklasse-PC durchgehen. Ich habe da halt echt so ein bisschen den Durchblick, sage ich mal. Und wenn jemand von euch mal irgendwie einen Rechner braucht oder so, halt auch so einen gebrauchten, ich kann euch gerne was zusammenstellen. Nach euren Anforderungen. Und dann habt ihr irgendwie wenn ich dann halt noch Sachen wie Laufwerk, Gehäuse, Netzteil, falls ihr da nicht noch alte Sachen habt, die ihr wieder benutzen könnt, weil diese Sachen kann man eigentlich wieder benutzen. Also ich sag mal, wenn man nur halt Mainboard, Grafikkarte, Arbeitsspeicher, Prozessor braucht, dann kann ich da euch irgendwie einen Rechner, der aktuell alles schafft, was ihr braucht und sowas für 100 Euro, 150 Euro. Und wenn ihr halt anspruchsvoller seid, auch für bis zu 300 Euro oder sowas irgendwas zusammenstellen.
wenn ihr das wollt, oder wenn ihr halt irgendwelche Leute kennt. Das macht mir Spaß, da habe ich Ahnung von, sag ich mal so. Ist auf jeden Fall ein Angebot meinerseits. Und ich weiß, bin halt, wie gesagt, noch nicht sicher. Ich könnte da diesen alten Arbeitsspeicher nehmen, der übrigens auch von 2003 ist. Aber den könnte ich auch wiederum für 30 Euro verkaufen. Und wenn ich den halt benutzen würde, würde das ja 70 Euro insgesamt kosten. Und diese 70 Euro könnte ich auch in ein neues Notebook stecken, was ich mir auf jeden Fall holen will, weil ich halt mein Notebook auch verkaufe. Und der Sinn des Verkaufs meines PCs auch war, dass ich das alles verkleinere. Dass es einerseits viel weniger Strom verbraucht, viel weniger strahlt, weil ich auch strahlungssensibel geworden bin. Und weil ich halt auch nicht so ein klobiges Teil habe, also auch aus Platzspargründen. Dann habe ich hier nicht den fetten Bildschirm stehen, mit fette Tastatur und Maus und einen Rechner da und dann ist hier der halbe Tisch damit voll. Und halt allgemein, um minimalistischer zu sein, mobiler zu sein, auch mit der Leistung mobiler zu sein. Und da vergleiche ich halt auch die ganzen Notebooks. Ich habe da sogar einen für 270 ins Auge gefasst, der auch wiederum aktuelle Spiele auf mittleren bis niedrigen Details abrufen könnte und auch eine richtig ordentliche Arbeitsgeschwindigkeit hat. Dann habe ich da noch eine SSD, eine Solid State Drive, die ich einbauen würde, und über USB 3.0 würde ich meine Datenfestplatte dran klemmen. Und dann hätte ich halt meinen ganzen Rechner, dann könnte ich noch den Bildschirm zur Not dran klemmen. So, wo war ich? War gerade ein Anruf. Genau, dann könnte ich noch einen Bildschirm zur Not dran klemmen, den ich jetzt habe. Das ist mit IPS-Panel, eine richtig geile Blickwinkelabhängigkeit und Stabilität und Bildqualität. 22 Zoll. Wenn ich ihn verkaufen würde, würde er 90 Euro geben. Maximal, also war es ein paar von privat, die nur 75 gegeben haben, und da waren aber auch ein paar, die so 100 waren, 110, und insgesamt werde ich so 85 bis 90 würde ich dadurch kriegen. Dann habe ich mir dann gesagt, in dem Fall lohnt sich das noch nicht, also gebe ich den noch nicht ab, und habe ich dann erstmal noch einen größeren Bildschirm, den ich zur Not anschließen kann, und dann gucke ich halt erstmal weiter, ob mir so ein 15 Zoll Notebook-Bildschirm nicht doch reicht zum Arbeiten und zum gelegentlich Spielen und für irgendwelche Videos, Filme, Dokumentation. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob ich den verkaufe. Dann mache ich halt nicht alles auf einmal, sondern nach und nach auch ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich dann diesen Kasten nicht mehr hier, habe dann viel mehr Platz auf dem Schreibtisch und so weiter, kann das für andere sinnvollere Dinge nutzen, kann dann halt auch überall mitnehmen und so weiter. Das ist schon ganz geil. Und dann überlege ich halt noch, ob ich, also ich werde auf jeden Fall noch andere PC-Teile verkaufen, also ich habe wirklich mehrere Kartons voll. Zum Beispiel so 40 Hauptplatinen habe ich oder 50 CPUs ungefähr, also Prozessoren. Und ich habe halt wirklich viel mit rumgebastelt, das ist wirklich mein allergrößtes Hobby. Neben dem Sport, also Sport ist mir noch viel wichtiger. Aber ich habe mich da schon richtig krass reingenördet in die ganzen Thematiken. Seit ich 13 bin, also seit 11 Jahren, mache ich das schon regelmäßig auch. Zumindest geistig regelmäßig beschäftige ich mich damit. Und da muss ich halt gucken, ob ich so manche Nostalgierechner, die wirklich einen hohen emotionalen Wert haben und auch aber halt auch so einen hohen finanziellen Wert haben, weil das bei allen anderen Nostalgikern halt auch beliebt ist, ob ich die halt wirklich loswerde. Das sind wirklich ziemlich viele Teile, oder ob ich mir wirklich so einen Karton oder so behalte. Aber das muss ich dann ja auch mitnehmen. Ich weiß halt noch nicht, in welcher extremen Form ich den Minimalismus ausleben will. Ich würde es gerne schon radikal machen. Das halte ich immer für das Beste, und alles rauswerfen. Und dann muss man sich jetzt gar nicht mehr mit beschäftigen und hat viel mehr Zeit, sich Gedanken über wichtigere Dinge zu machen. Und ist, glaube ich, auch befreiter und kann dann und hat trotzdem immer noch genug andere Dinge und genug andere Leidenschaften und auch neue Leidenschaften, die sich entwickeln, um seine Zeit halt zu verwenden. Aber irgendwie kann ich das dann doch nicht so komplett alles auf einmal. Weil das zieht sich wirklich über 11 Jahre jetzt und ist wirklich eine krasse Liebe schon zu den Teilen entstanden.
Das hat halt auch wirklich einen krassen geistigen Wert, dieses Materielle. Und ich habe auch zum Beispiel so fünf Rechner zusammengebaut, so Retro-Rechner, die alle richtig mit. Ja, die sind alle so richtig von mir durchdacht und ganz individuell und auch richtig exotische Hardware, die aber trotzdem, die auch total besonders ist und trotzdem leistungsfähig ist und diese Retro-Rechner auch ziemlich für die damalige Zeit High-End gewesen sind und auch ziemlich untereinander alle besonders und anders nochmal mit auch richtig seltener Hardware und richtig cooler Hardware auch, wo man auch dann auch spezielle Software teilweise benötigt und die alle auch schön eingerichtet und sowas mit Windows 98 und dann so eine Retro-LAN zu machen. Ne, mit Windows 2000 glaube ich sogar, weil Windows 2000 gerade 99 rausgekommen ist und wir wollten machen alles, was vor 2000 rausgekommen ist. Dann kann man auch die Counter-Strike-Beta spielen und sowas. Und ob ich mich von sowas alles lösen kann, weiß ich noch nicht. Also ich habe hier wirklich viel Krams liegen, ey. Und das geht dann halt wirklich über Festplatten, die eine verschiedenste Technik haben, die man über RAID-System zusammenschließen kann, dann dadurch entweder leistungsfähiger werden oder zu Datensicherungszwecken. Über RAM-Speicher, die da, wo es wirklich sowas gibt, halt wie SD-RAM, DDR-RAM, DDR2-RAM, DDR3-RAM, RD-RAM, Dual-Channel, Single-Channel, verschiedene Taktraten, verschiedene Latenzzeiten. Extra Server-RAM in verschiedenen Größen und dann auch bei den MAM-Mods, die verschiedene Kapazitäten für Arbeitsspeicher haben, welche mit zwei CPU-Sockets, dann halt das Pentium 3 und dann gibt es bei den Prozessoren bei den Einzelnen nochmal 7, 8 verschiedene Pentium 3, dann extra welche, die nur für Server rausgekommen sind und deswegen leistungsstärker sind. Seltener sind, besser sind sogar als die nachkommende Generation. Das finde ich immer geil. Dann bei den Grafikkarten alleine auch schon. Ja. Das war es eigentlich auch schon im Groben und Ganzen. Das sind eigentlich diese vier Bauteile, die mich am meisten interessieren. Fünf: Festplatte, Grafikkarte, CPU, Mainboard, RAM. Dann vielleicht noch ein, so CD-Laufwerke gibt es noch besondere oder vielleicht Netzteile. Genau, dann halt noch die ganzen Zusatzsteckkarten, die ich vergessen habe. Bei den Grafikkarten gibt es dann halt auch für PCI, für AGP, verschiedene AGP-Varianten, dann auch welche, die nur mit einer Modifikation noch da funktionieren. Oder halt neue Memos, die mit neuen Prozessoren funktionieren, aber trotzdem so alte Grafikkarten noch unterstützen. Aber auch umgekehrt, so die alte Proze nimmt man einen alten Prozessor und baut dann eine richtig fette Grafikkarte rein. Und dann halt auch so mobile CPUs, die man auf Desktop-Boards mit einem Sockeladapter irgendwie einbauen kann, dass man dann ein sehr stromsparendes System hat. Oder welche, wo man einen zweiten Prozessorkern freischalten kann und auch richtig übertakten kann. Oder sowas wie der schnellste Single-Core-Prozessor oder der schnellste Prozessor eines bestimmten Sockets, was einen Nostalgiewert hat. Und dann vergleicht man die Leistung, also dann testet man die Leistung, übertakt die Grafikkarte, passt die Spannung an, testet verschiedenste Programme, Anwendungen und Spiele, vergleicht das mit anderen Systemen, die irgendwie entweder neuer sind oder älter sind und verschiedene Konstellationen halt und guckt dann, was das Beste davon ist und den höchsten Nostalgiewert hat. Und ja, ob sich das lohnt oder ob diese gewisse Hardware zu verwenden, obwohl die so alt ist, ob die trotzdem noch mithalten kann, ob die vielleicht nur einen Flaschenhals hat und in restlichen Anwendungen trotzdem richtig geil ist, was für eine Grafikkarte, also bis zu welchem Leistungspotenzial eine Grafikkarte noch sinnvoll ist bei dieser CPU oder ob die dann irgendwann ausbremst, wann die ausbremst, ob man noch was mit Übertakten rausholen kann, ob wenn man maximal alles aufgerüstet hat, aus CPU und Grafikkarte, ob dann noch ein Unterschied mit einer SSD-Festplatte ist oder ein RAID-System, wenn es nostalgisch besser passt, oder halt ein Arbeitsspeicher oder eine Zusatzkarte oder eine extra einen Prozessor noch einbauen über eine Steckkarte, einen Prozessor einbauen, der nur die Festplatten befeuert, dass der Prozessor insgesamt, der Hauptprozessor entlastet ist, bei verschiedenen Arbeiten damit alles flüssiger läuft, besonders bei alten Systemen.
Dann sowas wie eine Gigabit-LAN-Karte, dann gibt es auch eine Soundkarte und es gibt dann einfach so viel und dann noch ältere Prozessoren und mit Software Windows 95, 98, unbekannte Betriebssysteme alles ausprobieren und gucken, ob die Software läuft und das finde ich alles so geil, was so komplex ist. So, das habe ich da ein bisschen drüber erzählt. Ich muss halt aber alles verkaufen, dann gibt es 500 Ocken mindestens, vielleicht 1000. Dann weiß ich aber gar nicht, was ich mit den 1000 Ocken anfangen soll. Ich meine, ich hatte halt erst den Plan gehabt oder habe immer noch den Plan, dass ich, habe ich auch bei Facebook heute geschrieben, dass ich, also ich merke schon gerade die Leidenschaft, wie die mir total Energie gibt gerade, weil ich so leidenschaftlich gerade einfach war. Und diese Leidenschaft aufzugeben, ich weiß nicht, ob es sogar sinnvoll ist oder nicht. Auf jeden Fall, ich weiß noch gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Ich hatte zwar den Plan gehabt, dass ich dann halt mir ein Polster an fresse, aber ich hasse eigentlich so Polstern. Ich will eigentlich immer alles spontan und in dem Moment machen. Ob ich mir so ein finanzielles Polster anfresse, so kleines, so 2000 Euro oder so, dass ich dann halt 1 bis 2 Jahre ohne Arbeiten in einer richtig günstigen Wohnung mit eigenen Nahrungsmittelanbau und Containern überleben kann und Pfandflaschen sammeln. Aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche, weil ich kann auch so Container, eigene Lebensmittel anbauen. Krieg immer 60 Euro Taschengeld von Eltern und von Großeltern zusammen halt und könnte halt Pfandflaschen sammeln zum Beispiel oder irgendwas im Internet für kleinere Arbeiten annehmen oder halt wirklich so ein PC Gebrauchthandel und Reparaturservice aufmachen, so ganz kleine Rahmen, eigentlich schon privater Rahmen halt, wo ich dann kein Gewerbe anmelde. Hust. Und dann wird das auch reichen, dann wüsste ich gar nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Und ich will auch gar nicht mehr abhängig von so Geld sein, irgendwie. Der einzige, also wegen dem Geld mache ich das jetzt also gar nicht unbedingt mit dem Verkaufen, dann ist der einzige Motivationsgrund halt noch, dass man halt entrümpelt, seinen Kopf und sein Leben und seine Umgebung entrümpelt. Und wenn ich halt minimals, ich weiß nicht, also erstmal werde ich halt wahrscheinlich eine Wohnung annehmen, da hätte ich dann Platz für einige dieser Sachen und ich beschäftige mich sowieso in erster Linie geistig damit und auch wenn ich die Sachen so vor mir liegen habe und dann halt visualisiere, was so passt und wie das und die Werte sind, dann gucke ich mir schon also ich gucke mir gemachte Testresultate im Internet schon an zu den einzelnen Sachen und kann dann halt abschätzen, wie das in Kombination mit einer anderen Sache ist. Dann könnte ich halt das Hobby noch mehr ins Geistige verschieben sozusagen, ohne dass ich dann halt viel Strom verbrauche durchs praktische Testen, was dann halt nur ein minimaler Teil dann ausmachen würde. Das würde funktionieren. Ich mache mir wirklich viel Gedanken darum. Aber es ist so ein Spaß einfach. Ich liebe es, mir Gedanken zu machen. Weil das halt auch dieses Geistige ist. Und dann könnte ich halt das einfach minimieren, diesen Bestand auf ein Drittel oder ein Viertel oder ein Fünftel. Zur Not ein Sechstel. Ich weiß das noch gar nicht, was ich irgendwie mache. Und ich weiß halt wirklich noch nicht, ob ich das dann wirklich alles wegschiebe, weil erstmal, wenn ich halt eine Wohnung annehme, was wahrscheinlich ist, dann hätte ich den Platz noch und das bisschen Strom halt. Aber wenn ich halt dann zum Beispiel in einem Zelt erstmal leben will und dann irgendwie nomadisch rumreise und dann vielleicht irgendwann ein Stück Land irgendwie herkriege, oder bei jemandem im Garten dann zelten kann und Lebensmittel anbauen kann, eine mechanische Wasserpumpe mit Wasserfilter verwenden kann. Wenn ich dann zu dem Zeitpunkt noch was esse, dann kann ich im Wald kacken. Dann habe ich halt nicht den Platz für irgendeinen so fetten Rechner, aber halt immer für einen Laptop und einen Internetstick zur Not. Wenn ich dann, aber ich könnte das halt auch erstmal bei Bekannten, Familie oder Freunde lassen, in so einem Karton oder 2 Kartons, irgendwo stehen lassen, wäre kein Problem. Man muss ja nicht zu 100.000 Millionen Prozent autark und selbstständig leben. Dafür sind wir ja nicht umsonst soziale Wesen, sage ich mal. Und dann, wenn ich dann halt zu einem Wohnwagen umrüste, also das wäre schon geiler als ein Zelt noch, aber es würde mir auch definitiv ausreichen.
dann hätte ich halt schon eine Ecke Platz für so einen Karton oder für so einen Rechner oder auch zwei Rechner zur Not. Und ich muss die ja nicht in Gehäuse einbauen, in die Rechner. Ich kann die so einfach verwenden, dass die dann einfach so da irgendwo rumliegen. Das verbraucht dann nicht so viel Platz. Und dann teste ich halt, oder das Hobby würde ich dann so weit ins Materielle verlagern, wie ich halt genug Strom mit einer Solarzelle oder mehreren Solarzellen generieren kann. Ich glaube, für so eine 50 Watt Zelle, nee, für eine 100 Watt Zelle zahlt man, glaube ich, 80 Euro. Aber nicht mehr von. Ich brauche davon ja gar nicht mehr als das. Ich brauche auch nicht mehr kochen. Heizen wird sowieso schwierig mit der Solarzelle im Winter. Da will ich auf Isolierung und Kleidung und Decken setzen. Ja, und so ein Rechner, den ich dann teste, die werden dann auch nicht mehr als 150 Watt oder so brauchen. Dann werde ich vielleicht noch eine zweite Solarzelle dazu packen. Dann irgendeinen Zwischenspeicher, also eine Batterie und halt sowas. Und mehr brauche ich dann dafür auch nicht. Das wird dann funktionieren, deswegen werde ich wahrscheinlich noch nicht alles davon verkaufen. Aber das meiste. Ja, und das hatte ich zu erzählen. Ja, ciao.